Mit seinem 5-Zoll-Display gehört das Samsung Galaxy S4 bestimmt nicht zu den kleinen Smartphones. Im Vergleich zum Samsung Galaxy Mega wirkt es jedoch wie ein Winzling. Inside Handy hat den Riesen genauer unter die Lupe genommen. Design und Materialien des Galaxy Mega erinnern stark an das S4. Allerdings ist das Display so groß, dass das gesamte S4 darin Platz findet. In die Hosentasche passt das Riesen-Smartphone trotzdem, vorausgesetzt, man trägt keine zu engen Hosen. Trotzdem macht das große Display das Gerät unhandlich. Zumindest die Bedienung mit einer Hand ist nahezu unmöglich. Das Mega ist vielmehr für die Bedienung mit zwei Händen ausgelegt. Hierzu kann das Gerät auch im Querformat bedient werden. Praktisch ist das große Display beispielsweise bei der Darstellung von Kalendern, Dokumenten oder auch beim Spielen. An Technik verbirgt sich unter dem LC-Display ein 1,7 GHz schneller Dual-Core-Prozessor, 1,5 GB Arbeitsspeicher und 8 GB interner Speicher, von dem noch etwa 4,5 genutzt werden können. Auf der mit einem glänzenden Muster verzierten Rückseite sitzt eine 8-Megapixel-Kamera. Der auswechselbare Akku liefert 3200 mAh. Im Test zeigte dieser nach 8 Stunden normaler Nutzung noch etwa 50% an.